Also kommen wir zu dem Florida-Fall. Ja, und es gibt viele Stimmen. Dieser Schießerei hier in Florida an einer Highschool, ein ehemaliger Schüler. In den deutschen Medien ist das im Moment fast ein Non-Thema. Es hat ja in Anführungszeichen bloß gereicht für die Top 10 der Schulmassaker. Und das ist in deutschen Medien dann keine Analyse mehr wert oder man, also der Massenmedien. Man bringt dann auch so ein bisschen was über das Gewehr, das bei der Tat benutzt wurde und so die üblichen Sachen werden da vorgekramt. In Amerika ist das die Top-Story schlechthin. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, können wir eigentlich dann, könnte man das eigentlich nutzen, um die Werkzeuge Werkzeuge herauszuarbeiten, um solche Taten in Zukunft zu verhindern. Um dementsprechend auch die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit besser zu gestalten. Und es ist ja ein Anzeichen für ein größeres Problem in der Gesellschaft. Der ein oder andere wird sich dann wieder durch diese Tat ermuntert fühlen, hier sowas Ähnliches zu machen, beziehungsweise diverse Extremisten und diverse Spinner auf verschiedenen Seiten des politischen Spektrums oder religiösen Spektrums werden dann hier den Bürgerkrieg wieder ein Stückchen näher sehen. Und es braucht hier nur eine Serie von Anschlägen, um das Land, um die USA hier in die zeitweise in die Knie zu zwingen. Selbstverständlich würde dann die US-Regierung auch unter Trump reagieren mit einer zeitlich hoffentlich begrenzten Verhängung des Kriegsrechts. Also hier könnte man, wenn man denn gewillt wäre, hier Amerika in eine richtig tiefe Krise stürzen und dementsprechend auch die Freiheiten aufheben. Also deswegen ist uns der Fall hier eine tiefere Betrachtung wert. Gab solche Fälle ja auch in den letzten Jahren immer wieder in Deutschland. Und auch da sahen wir eine dramatische Verschärfung des Waffenrechts, als wäre das so einfach. Und gerade in Amerika, das wird ja jetzt heiß diskutiert, was hat das zu bedeuten? Die Verschwörungsmedien oder die üblichen schlechten Verschwörungsmedien, die sich da, die hier Clickbait betreiben, die sagen jetzt schon, der Schütze war ein Democrat. Das geht zurück auf eine Namensverwechslung. Dann wurde behauptet, der Schütze hätte irgendwie Sympathien für ISIS und die. Und die Islamisten, wo es genau das Gegenteil war, er war anscheinend Neurechts, er war einer oder begeisterte sich für die Inhalte und Talking Points der sogenannten Alt-Right, alternativen Rechten. Es hieß, er trug einen Trump-Hut, also diesen Make America Great Again-Hut, diese Mütze. Und sofort wird das hier dann von allen Seiten hier manipulativ dargestellt. Also gerade die Alt-Right oder die Verschwörungsmedien sagen, nö, das war ein Linker, er war Muslim-Sympathisant, er war Democrat, das ist nur ein Plot, eine Verschwörung, um Trump schlecht aussehen zu lassen. Und was war noch der Talking Point? Ja, False Flag, also ein Setup. Also alles, was halt quasi den windigen Trump-Supporter in den Kram passt, also nur das, was denen irgendwie gefällt oder politisch nützt, das wird dann dem Publikum präsentiert. Die geben da keine richtigen Analysen und keine Bandbreite in der Untersuchung. Und auch die Linken machen das Gleiche. Die Linken sagen halt, ja, er war ein Alt-Right. Die Linken sagen, er war halt ein Waffenbegeisterter und deswegen ist er böse oder das ist quasi der Ursprung des Bösen. Aber so einfach ist das noch lange nicht und also sowas kann sich schnell ausweiten. Sowas kann sich schnell ausweiten in eine größere Krise in Amerika und eine amerikanische Krise hat dann auch selbstverständlich große Auswirkungen weltweit, auch auf uns, auf Deutschland. Wie gesagt, Deutschland natürlich sehr stark unter amerikanischer Kontrolle. Also die Linken wollen jetzt wieder Waffenrechtsbeschränkungen, die Linken wollen jetzt hier wieder Kapital draus schlagen, politisches. Die Rechten gehen ihrerseits auf die Barrikaden und alles wird immer labiler und wackeliger und alle verschiedenen Medien und politischen Seiten machen das Ganze noch instabiler und noch aufgeregter. Und was wir hier machen ist, wir machen eine saubere Analyse, wir geben dem Publikum und generell für diesen für alle solche Fälle und auch für diesen konkreten Fall geben wir ihnen die Werkzeuge, um hier die Lage zu stabilisieren, um hier solche Sachen eher verhindern zu können, auch korrekt darauf zu reagieren, wenn sowas passiert. Es gibt jetzt das Argument, wie üblich, wir sollen nur über die Waffen reden, über die Opfer und über die politischen Aspekte. Ja, also der Slogan lautet, machen wir diesen Täter nicht berühmt. Und da ist auch ein bisschen was dran. Man sollte diesen Leuten hier nicht zu viel von der falschen Art von Aufmerksamkeit geben, weil gerade solche Täter, die sehnen sich ja nach der Massenwirkung, die sehnen sich ja danach,
hier in dem Gedächtnis zu bleiben für lange Zeit. Diese Machtdemonstration. Das ist nachvollziehbar. Aber wir müssen fokussieren auf den Schützen. Wir müssen fokussieren auf die, auf dessen Persönlichkeit, auf das Gehirn von dem Schützen. Wir müssen diese Personen verstehen, auseinandernehmen, Screening-Methoden verbessern, Diagnosemöglichkeiten verbessern. Und jedes Mal, wenn so eine Tat passiert, müssen wir da besser werden und hier professionell da rangehen. Und es gibt hier nur wenige mögliche große Szenarien. Also entweder haben wir Terroranschlag mit religiösem, politischem Hintergrund, Persönlichkeitsstörungen, Hirnwäsche und das Setup. Also er wurde reingelegt, er ist bloß der Sündenbock und es waren wirklich andere Täter. Also das sind die großen Szenarien. Terror, Persönlichkeitsstörungen, Hirnwäsche, Setup. Und wenn ich von Gehirnwäsche spreche, dann meine ich damit jetzt nicht solche filmreifen Gehirnwäsche-Sessions, wie man es kennt aus Kino und TV, sondern ich meine damit Operationen, die relativ leicht zu machen sind, relativ simpel zu bewerkstelligen sind. Also da kann man man kann dann Leute auch gezielt auswählen, die schon Persönlichkeitsstörungen haben. Man kann diese dann bearbeiten, indem man ihnen diverse Medikamente verabreicht, entweder direkt über den Arzt oder ob man den Leuten das dann unterjubelt durch Lebensmittel oder durch andere Möglichkeiten. Also Geheimdienste verfügen natürlich über solche Methoden. Auch das US-Militär hat da rumexperimentiert. Auch schon im Vietnamkrieg war dann große Hoffnung auf eine Droge namens BZ. Also man wollte mit BZ die eigenen Truppen aggressiver machen, dass sie dann heftiger kämpfen und weniger zurückhaltend sind. Gab ja dann natürlich das Problem, dass einige Soldaten nicht unbedingt aus nächster Nähe auf andere Menschen schießen wollten und die Droge BZ sollte dieses in Anführungszeichen Problem korrigieren für das Pentagon. Allerdings hat man dann festgestellt, dass die Soldaten, an denen man das ausprobiert hatte, dass sie sich dann gegenseitig attackiert hatten. Ergo war das jetzt für diesen militärischen Zweck in der Breite nicht mehr zu gebrauchen. Allerdings konnte man selbstverständlich das für geheimdienstliche Arbeiten nutzen. Also man müsste jemandem wie diesem 19-jährigen Nicholas Cruz hier, der vermeintliche Schütze, man müsste so jemanden bloß finden. Das ist leicht zu finden mit so einer Strafakte oder generell mit so einem Lebenslauf. Und dann müsste man ihm nur bestimmte Drogen unterjubeln, ihm noch ein paar Lebenskrisen vielleicht verpassen oder darauf warten, bis sie passieren. Und dann haben wir diese Kombination aus möglicherweise malignem Narzissmus als Persönlichkeitsstörung, den passenden Drogen. Und da ist nur noch Aggression da. Und so kommt es dann zu so einer tragischen Tat. Also das ist durchaus denkbar, das ist durchaus machbar. Gab ja auch die Forschung, wie können wir nach einer militärischen schmutzigen Operation, wo wir dann unseren Soldaten die Droge geben, damit die ein ganzes Dorf massakrieren, irgendwo in Vietnam. Welche Droge geben wir denn unseren eigenen Soldaten dann hinterher, damit sie diese Tat vergessen, damit sie so eine selektive Amnesie haben und alles aus den letzten 12 oder 24 Stunden vergessen? Ja, so hat das US-Militär gedacht, so denken auch andere Militärs auf der Welt. Also die Agro-Droge und dann die Amnesie-Droge. Ja. Ist alles denkbar, muss man auch ein Auge drauf behalten. Gerade bei solchen Fällen wie jetzt hier in Amerika, die ja, politischen Sprengstoff auch bergen. Es wurde ja auch gesagt, dass der Schütze, der vermeintliche Täter hier, dass er dann erstmal ins Krankenhaus gebracht wurde, angeblich weil er so schwer geatmet hat. Also, wer weiß, was man ihm da eingeflößt hat, muss man ein Auge drauf behalten, aber vielleicht handelt es sich wirklich hier nur um jemanden mit Persönlichkeitsstörungen. Also wir haben auch schon eine Aussage von jemandem, der entsprechende Kenntnisse hat und es hieß halt eben, dass sich dieser 19-Jährige in psychiatrischer Behandlung befunden hatte. Zeitweise noch nichts Genaueres, irgendwelchen Medikamenten, obwohl solche Medikamente meistens hier zum Einsatz kommen und die Kombination aus narzisstischer Persönlichkeitsstörung und Antidepressiva, diese Mischung scheint hier besonders explosiv zu sein. Also, und wie gesagt, es nützt nichts hier, sich auf ein Szenario einzuschießen, was jetzt irgendwie politisch genehm ist, sondern man muss es halt professionell beleuchten und dann eben dann hier die Schlüsse draus ziehen. Wie gesagt, man will generell die ganzen Bevölkerungen hier im Westen komplett entwaffnen
unter der Vorgabe, wir schützen jetzt die Leute. Allerdings auch keine Polizei kann da rechtzeitig eingreifen und es gibt auch andere Möglichkeiten, um Leute zu töten. Dann gibt es Schwarzmarktwaffen, dann gibt es selbstgebaute Schusswaffen und so weiter und so fort. Also das ist, dürfen wir uns nicht hier die Butter vom Brot nehmen lassen. Es handelt sich hier um die Marjorie Stoneman Douglas High School. 17 Menschen wurden getötet, eine ganze Reihe weiterer Leute wurde verwundet. Und die Stadt Parkland wurde letztes Jahr bezeichnet als die sicherste Stadt in ganz Florida. Täter sollen einen Feueralarm ausgelöst haben. Die Kids kamen dann raus, er feuerte und so weiter. Die Schule hatte sich schon darauf vorbereitet, auf sowas mit sogenannten Active Shooter Drills. Da übt man dann, wie man sich in Klassenzimmern verbunkert. Die unbewaffneten Lehrer hoffen dann, dass alles glatt läuft, dass die Polizei rechtzeitig eintrifft und so weiter und so fort. Täter soll ein AR-15-Gewehr verwendet haben und mehrere Magazine mit sich geführt haben. 19 Jahre alt, vermeintliche Täter. Und jedes Warnzeichen für Persönlichkeitsstörungen. Jedes Warnzeichen für narzisstische Persönlichkeitsstörung, antisoziale Störung, also Psychopathie. Und viele Leute haben diese Gewaltfantasien im Hinterkopf, ja, sei es jetzt irgendwelche Flugpiloten oder irgendwelche anderen Leute, auch Leute, die für die Regierung arbeiten und so weiter. Überall haben wir solche Figuren. Die haben solche Gewaltfantasien im Hinterkopf als geistige Krücke, um durch den Tag zu kommen. Also wenn ihre Fantasien nicht erfüllt werden, wenn sie sich gekränkt fühlen, wenn sie sich gelangweilt fühlen, wenn sie sich elend fühlen, wenn sie sich verstoßen fühlen, verlassen fühlen, wenn sie sich schlecht fühlen und diese Wut in ihnen hochkommt, dann helfen sie sich oftmals mit diesen Gewaltfantasien und halten sich so über Wasser. Ja? Das heißt, sie meinen, ich könnte ja, wenn ich wollte. Die denken sich dann, sie könnten einen Haufen Leute erschießen, wenn sie wollten, können diese Macht ausüben, jederzeit. Ja? Das ist so die geistige Krücke. Der 19-jährige Nicholas Cruz war adoptiert worden, genauso wie sein Bruder. Die Eltern, das soll ein liebevolles, älteres Pärchen gewesen sein. Und das sehen wir leider häufig, das ist in der Fachliteratur auch immer wieder zu finden. Das heißt, so die diese bürgerlich biederen, anständigen, hochnetten Eltern oder diese Leute, die Eltern werden wollen, entscheiden sich dann, sie wollen adoptieren, kriegen einen Haufen Hintergrundprüfungen aufgebrummt, müssen oftmals einen Haufen Geld zahlen, das ist ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess und irgendwann kriegen sie dann die vermeintlich gute Nachricht, sie kriegen ein Kind hier zum Adoptieren und dann kriegen sie letztendlich irgend so ein ausgebranntes, ausgebombtes Kind aus miserablen Verhältnissen. Also wurden häufig, also die Babys, die dann, oder die Kleinkinder, die dann vermittelt werden an irgendwelche Pärchen, die wurden dann als Baby geschüttelt von irgendwelchen Psychoeltern. Wurden als Baby geschüttelt, das kann Auswirkungen haben auf die Hirnentwicklung und eben auf die Impulskontrolle. Daraus entstehen bestimmte Arten von Psychopathen. Dann gibt es Probleme mit Verlassenwerden, wenn diese Babys dann keinen richtigen Kontakt haben zu den eigenen Eltern, also dieses frühe Verstoßen. Alle möglichen Probleme, auch Missbrauch. Ja, also neben dem Schütteln werden Babys dann oftmals geschlagen oder Kleinkinder misshandelt. Und solche Kinder bekommen dann Pärchen zum Adoptieren. Und die sind oftmals nie und nimmer darauf vorbereitet. Ich meine, die sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, mit so Kindern umzugehen, die dann verhaltensgestört sind und sich zu richtigen Psychopathen entwickeln. Also das kann, das ist häufig vorgekommen. Und weder die Eltern kommen damit klar, noch die Schule kommt damit klar, noch die Kinder in der Schule kommen damit klar, noch irgendwelche anderen Verwaltungsbeamte kommen damit klar. Also da verpasst man es meistens, ein Screening zu machen auf Psychopathie und auf Narzissmus. Und dann kommt es zu diesen Problemen. Und solche Probleme, wenn die dann, die fallen häufig zusammen mit politischem oder religiösem Extremismus. Also das ist dann das gleiche Backrezept letztendlich für islamistischen Terror hier bei uns. Und da kommen wir halt eben dann wieder in diese Sphären, die uns hier sehr, sehr nahe gehen, in Deutschland auch, die dann uns schwerstens beschäftigen, politisch und so weiter, die unser ganzes Land im Moment im Griff haben.
und auf absehbare Zeit im Griff haben werden. Also das ist eine Riesennummer, ja, und diese Mechanismen müssen wir verstehen. Auch die möglichen Tricks, auch die möglichen Verschwörungen müssen wir verstehen. Aber es gibt halt eben nicht immer nur die Verschwörung, die meistens immer dann behauptet wird, sondern es gibt auch andere Szenarien. Und da muss man einen offenen Blick behalten. Die Eltern seien Linda und Roger Cruz. Vater ist gestorben, die Mutter dann, also das ist noch nicht bestätigt hier anscheinend, die Mutter soll angeblich auch gestorben sein. Das wäre dann die Lebenskrise für den 19-jährigen Nicholas Cruz, eine passende Lebenskrise, eine von mehreren, die dann der Auslöser ist, letztendlich der letzte Auslöser ist für diese Rampage, für diesen Massenmord hier. Also eventuell haben wir es ja auch zu tun mit problematischer DNA, also problematischer Genetik bei Nicholas Cruz. Hier gibt es ja mehrere Faktoren, die damit reinspielen bei Persönlichkeitsstörungen. Er sei außerdem schon von mehreren Schulen, auch von Privatschulen rausgeworfen worden. Er sollte rausgeworfen worden sein. Nach Angaben von irgendwelchen anderen Schülern hätte er nach eigenen Angaben zwei Privatschulen besucht. Also die Eltern hatten schon Geld, aber nach dem Tod des Vaters sei das Geld dann irgendwie ausgeblieben und man musste auch dann das Haus verkaufen in der besseren Gegend. Und Nicholas Cruz hatte dann eben wegen seinen Schulproblemen auch keine richtigen Jobaussichten. Er arbeitete zuletzt in einem Dollar Store, also einem Billigladen, als Kassier. Wahrscheinlich dann Minimum Wage, also Mindestlohn und so, keine richtigen Aufstiegschancen. Das heißt, es ist halt auch immer die tägliche Demütigung und so weiter. Der Graben zwischen den eigenen großartigen narzisstischen Fantasien und der Realität. Und er soll auch gearbeitet haben in unmittelbarer Nähe zu seiner alten Schule und irgendwie im Kino. Also er hätte dann die nächsten 10 Jahre oder so, hätte dann zuschauen müssen, wie die glücklichen Schüler, jungen Schüler aus der Schule da, wie sie da ihr Leben leben und Aussichten haben auf College und Karrieren und Geld und glückliche Beziehungen und so weiter, während er als irre Alleingänger da in diesem Dollar Store arbeitet. Ja, dann wurden jetzt seine sozialen Medienprofile durchgekämmt. Das sei alles sehr, sehr verstörend gewesen, aber bisher hab ich jetzt bloß Sachen gesehen, dass er dann mit Waffen posiert und irgendwelche funny Memes gepostet hat. Mit Schusswaffen, also zum Schießstand zu gehen, das sei therapeutisch für ihn und so weiter und so. Haha, also das ist im Prinzip völlig unbedeutend. Er maskierte sich halt immer gerne auf Social Media und posierte mit Schusswaffen. Er fragte dann auch irgendwie, hat jemand Erfahrungen mit einer Schrotflinte, die ich kaufen will? Die kostet irgendwie $220, also absolutes Low-End, absolutes Billigzeug. Und da ist erstmal nichts Interessantes zu finden. Ich hoffe mal, dass da mehr zu sehen sein wird, wenn sie seine Handys, Homecomputer und so weiter, Laptops auswerten. Also bisher haben wir da nichts Konkretes. Ja. Er soll mit den Ermittlern reden, heißt es. Also er schaltet hier nicht komplett auf Durchzug und verlangt einen Anwalt sofort und redet nichts ohne Anwalt. Das deutet hin auf Dummheit und Unerfahrenheit. Also man redet prinzipiell nicht mit den Cops, sondern man lässt den Anwalt reden. Und der versucht dann halt alles Mögliche, was er kann. Also mildernde Umstände, Persönlichkeitsstörungen, dies, jenes. Ja. Ich meine, oftmals, ich meine, er würde einen Pflichtverteidiger bekommen und die können normalerweise, oder die reißen normalerweise nicht sonderlich viel, aber immerhin, es deutet darauf hin, dass er ziemlich doof ist, wenn er mit den Ermittlern redet. Waffenrecht. Waffenrecht in Florida. Also man darf ab 18, und er war alt genug, darf man sich Schusswaffen kaufen. Wenn man jünger ist, darf man zu Hause sogar Schusswaffen, ungeladene Schusswaffen besitzen. Man darf auch also Jagdaktivitäten ab 16, sogar unter 16 darf man mitjagen, wenn man unter Aufsicht ist eines Erwachsenen. Auch Schießsport ab 16, auch unter 16, wenn man halt ja die Erlaubnis hat von den Eltern und so weiter und so fort. Also das Waffenrecht ist relativ, ja, relativ klassisch, relativ konservativ und so weiter und so fort. Er kann also sich diese Waffe gekauft haben. Auch gebraucht. Ich meine, der Markt ist ja relativ groß. Da gibt es jetzt noch nichts sonderlich Auffälliges. Die Mutter rief sogar schon mal die Polizei nach Hause, um ihn halt eben
ihn zu disziplinieren, damit er halt irgendwie dann merkt, dass er hier zu weit geht. Dann irgendein ehemaliger Mitschüler sagt, Cruz habe psychische Probleme gehabt und diese psychischen Probleme seien ignoriert worden von sämtlichen Erwachsenen. Und viele Schüler haben auch gesagt, sie ahnten, dass es passieren wird, oder sie haben immer schon gescherzt, dass er, oder so im Halb gescherzt oder gemeint, dass der Typ mal irgendwann durchdreht und hier einen Amoklauf macht. Jetzt, wo es passiert ist, sagen viele Schüler, wir haben es ja geahnt. Also waren viele, viele Warnzeichen da, konkrete Warnzeichen da. Natürlich, die zuständigen Verwaltungsbeamte versuchen jetzt ihren eigenen Hintern zu retten, indem sie so tun, als, ja, indem sie es halt clever formulieren. Ja, sie sagen, es gab keine konkrete Warnung für diese Tat. Also niemand hat uns jetzt hier konkret vorgewarnt, dass das jetzt passieren wird an dem Tag. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einige Zeugenaussagen gesammelt. Es gab Warnungen, er hatte schon Schulverbot oder ein halbes Schulverbot, er durfte nicht mit einem Rucksack aufs Schulgelände und so. Es gab also anscheinend Bedrohungen mit Messern und irgendwelche solchen Geschichten. Und dementsprechend ist das hier tatsächlich eine Auffälligkeit. Also wir haben hier ein deutliches Muster, obwohl es solche Schießereien in den letzten Jahren gab. Es gab auch jetzt hier im Jahr 2018 schon mehrere Schießereien an Schulen, wesentlich kleinere, aber so viele Programme, seit Columbine Shooting, so viele Programme zur Früherkennung von möglichen Tätern, zu anonymen Hinweisen an die Polizei, Active Shooter Training, bla bla bla, alle diese aufwendigen Sachen sind gelaufen und doch haben wir jetzt hier so einen Typen, der alle Warnzeichen aufzeigte, jahrelang, und nichts ist passiert, wurde komplett ignoriert. Also vielleicht der, also das ist auf jeden Fall eine Auffälligkeit, etwas, was hindeuten könnte auf schmutzige Tricks, dass vielleicht hier irgendwelche, dass er vielleicht im Zuge irgendwelcher geheimen Forschungen oder geheimen Operationen, dass er halt in hier ausgewählt wurde anhand seiner Akten für Forschungen und dass man ihm dann halt irgendwas unterjubelte, irgendwelche Substanzen, das ist relativ leicht zu machen und dass man eben dann auch ihn so ein bisschen abschirmte vor diesen Früherkennungsmechanismen. Ja, vielleicht gab es hier irgendwelche einflussreichen Leute, die diese Tat wollten. Und an dieser Highschool gab es dann eine Ecke, wo dann die, in Anführungszeichen, Verlierer rumhängen, also die unbeliebtesten Schüler rumhängen. Diese Ecke hatte den Spitznamen Emo Gazebo. Und nicht mal die Schüler in dieser Emo Gazebo-Ecke akzeptierten diesen Nicholas Cruz. Er hatte keine Freunde. Die meisten haben ihn ignoriert, sie haben ihn zur Seite gedrängt, als sei er Müll. Er hat in der Klasse rumgeschrien, ohne richtigen Grund. Ein Mitschüler oder ein ehemaliger Mitschüler beschreibt den Cruz als immer enthusiastisch. Er schien nie traurig, er schien nie deprimiert, er war immer aufgekratzt und verrückt. Peppy, aufgekratzt. Aber nicht auf eine gute Art und Weise, sondern auf eine komische Art und Weise. Also, Hinweis auf Ritalin, Adderall, solche Substanzen. Ja, die typischen klassischen Medikamente, die solche Kids bekommen in Amerika. Wenn sie nicht so funktionieren, wie man es halt von denen erwartet und so weiter. Also das deutet schon ein bisschen darauf hin. Ja, eventuell haben wir es hier zu tun mit einer langjährigen Mischung aus Antidepressiva, Aufputschmittel wie Ritalin und so. Das könnte dazu geführt haben. Er versuchte dann immer gruselig auszusehen. Also er fand sich dann irgendwann in dieser Rolle wohl. Oder zumindest war das für ihn so die beste Lösung in seinem Denken. Das heißt, er ist der Gruselige, er ist der Bedrohliche, er ist der Mysteriöse. Also wenn die Leute ihn schon nicht mögen, sollen die Leute ihn fürchten. Das ist so eine narzisstische Denkweise. Mit den Frauen lief da natürlich auch nichts. Jim Guard, Mathelehrer, sagte, er hätte erfahren, dass Cruz halt nicht mehr auf das Schulgelände darf, dass Cruz nicht mehr auf das Schulgelände darf mit einem Rucksack. Es gab Probleme im Jahr davor, Bedrohungen gegenüber Schülern und so weiter und so fort.
Robert Runcie, Broward County School District Superintendent, also der Verwaltungsbeamte, sagt, er tut so, als hätte man keine richtige ernsthafte Warnung gehabt, hätte man keine ernsthafte Warnung gehabt und so weiter. Es könnte Anzeichen gegeben haben für ein Problem, aber es gab keine telefonischen Drohanrufe oder sonst irgendwas. Irgend so ein Schüler meinte gegenüber dem Fernsehen, Cruz hätte immer über seine Waffen geredet, hätte auch darüber geredet, dass er sie benutzen will für diverse Zwecke. Also ein gestörter junger Erwachsener. Und die Waffen gaben ihm halt dann so dieses Gefühl von Macht und so weiter und so fort. Einzelgänger, der schon immer im Gespräch war als potenzieller Amokläufer. Man macht sogar schon Witze über ihn. Der Broward County Mayor, Beam Furr, sagte in einem Interview mit CNN, der Schütze war in psychiatrischer Behandlung in einer Klinik, aber er sei dann ein Jahr lang nicht mehr in der Klinik gewesen. Die Frage ist, ja, Medikamente, wenn ja, welche? Was für eine Diagnose oder vorläufige Diagnose gab es dann in der Behandlung? Gab es hier Hinweise auf Psychopathie, Narzissmus? Welche Pillen wurden da gegeben und so weiter und so fort? Ich meine, die Pharmaindustrie ist ja nicht nur quasi ein gewichtiger Faktor in den ganzen bei der Untersuchung von solchen Fällen, sondern sie sind auch ein gewisser Faktor bei geheimen Regierungsforschungen zum Thema Gewalttätigkeit. Und die Pharmaindustrie ist auch ein gewichtiger Faktor, wenn es um Terrorismus geht. Ja, also viele Terroristen und so weiter, da geht es häufig auch um Tabletten, Medikamente und so weiter. Und die Führungsfiguren, die dann meistens immer hinter den Terroristen stecken, also ob jetzt Islam oder sonstige Terror, Kategorien, also die Händler, die Führungsoffiziere, die halt die Manager, die dahinter stecken, die haben halt eben dann auch ein gewisses Repertoire an Tabletten und Pillen, um die Leute dann dazu zu kriegen, dass sie so einen Anschlag auch wirklich begehen. Diese Hinterleute, die haben dann eben dann genauso wie die westlichen Geheimdienste oder andere Geheimdienste, haben dann eben dementsprechend auch Kenntnisse, welche Art von Persönlichkeitsstruktur man auswählen muss, wie man rekrutieren muss, damit man hier so einen Anschlag durchführen kann, so eine Operation. Irgend so ein Schüler meinte, Cruz hätte gesagt, er sei aus zwei Privatschulen rausgeflogen, zweimal durchgefallen, er wirkte komisch, hätte dann irgendwie mehrfach den Feueralarm ausgelöst, dann rausgeworfen worden in der 8. Klasse. Typischer Waffennarr, aber halt nicht auf eine gute Art und Weise. Ich meine, es gibt natürlich dann Millionen, Abermillionen geistig gesunde Leute, die halt für diesen Schusswaffen einfach ein Hobby, es hat mit Selbstschutz zu tun, es hat mit dem Milizkonzept zu tun, es hat mit allen möglichen Sachen zu tun, mit Jagen zu tun. Aber dann gibt es halt eben dann auch die Leute, die aus den falschen Gründen begeistert sind von Waffen. Dakota Mutchler, 17 Jahre alt, meinte, sie sei befreundet gewesen mit Cruz, habe ihn ein Jahr lang nicht mehr gesehen, seit er aus der Schule rausgeflogen ist. Und er sei immer kaputter geworden, also er sei komischer und komischer geworden. Das passt natürlich dann sowohl zu Persönlichkeitsstörungen, die sich mehr auswirken. Habe schon gesagt, Narzissmus, er war dann der Loser, hatte keinen richtigen Abschluss, keine Karriereaussichten, arbeitete im Dollar Store und da lief wirklich gar nichts bei ihm im Leben, war eifersüchtig auf andere und wütend auf die ganze Welt. Und gerade das Hassobjekt, die Mitschüler, ja, die ihn verstoßen haben, die ihn abgelehnt haben, gerade die Schüler, die glücklich sind, gerade die Schüler, die halt erfolgreich sind, eine Karriere vor sich haben, also die hasste er dann vielleicht mit einer gewissen Leidenschaft und so. Wurden die dann explizit zu Zielscheiben, ja? Das ist auch etwas, was man dabei bedenken muss. Dann
Posts auf Instagram über das Töten von Tieren. Also Psychopathen machen das auch immer gerne. Sie killen dann Viecher und arbeiten sich da langsam hoch, um Menschen zu töten. Bedrohung von irgendwelchen Mitschülern. Und. Dann gibt es hier diesen Lehrer, diesen Mathelehrer Jim Gardner, der meinte, der Typ war in meiner Klasse und er war unauffällig im ersten Semester 2016-17. War ruhig, hatte keinen Ärger gemacht. Frage ist, war der Schüler cruised auf Tabletten? Also das ist eben die Frage, war er da ruhig gestellt? Hatte die Medikamente irgendwann selber abgesetzt? Das kann dann zu übelsten Psychosen führen. Auch das wird wichtig sein. War er auf Drogen, als er das gemacht hat? Kann natürlich sein. Dann meinte der Lehrer noch, es gab E-Mails von der Schuladministration. Er kann sich nicht an die genauen Sachen erinnern, aber es gab halt eben dann einen Grund für Alarm und Grund für Besorgnis. Cruz soll noch ein Mädchen verfolgt haben, also richtiges Stalking. Er wollte zum Militär gehen, das ist auch immer so eine, ich meine, für viele normale Leute ist das ein legitimer Berufswunsch, aber für krankhafte Individuen ist das auch immer so ein typischer Berufswunsch. Also die wollen halt legal irgendwelche Leute töten können, sie wollen die Tough Guys sein beim Militär und wollen zu den Spezialeinheiten, obwohl es dann meistens immer nur reicht, so irgendeinem Bürosoldaten oder halt so einem Munitionskistenschlepper und das... Da stoßen meistens auch immer die Fantasien auf die Realität und das passt immer nicht zusammen. Er sei rausgeworfen worden aus der Schule, weil er immer wieder Messer mit in die Schule brachte. Schüler wussten, dass er geistig krank ist und dass er Tiere tötet. Also er war wirklich das Ding schlechthin. Also er war wirklich exakt das Klischee. Er erfüllt, alle Warnzeichen waren da. Und trotzdem hat keiner eine Ahnung gehabt, also da wie gesagt, da kann der Staat nicht großartig helfen, wenn da so ein Versagen da ist. Also da nützen diese ganzen Verbote nichts und dieses politische Schauspiel nutzt da gar nichts. Und es ist eine Auffälligkeit. Also vielleicht hatte irgendjemand da eine schützende Hand drüber. Also irgend so ein heimliches Hirnwäscheprojekt oder sowas, vielleicht hatten die dem irgendwas untergejubelt, machten ihn progressiv immer irrer und irrer. Ich meine, wir hatten es ja letztens mit diesem Dokumentarfilmer und seinem Film Grey State. Es war ein Armeeveteran mit posttraumatischer Belastungsstörung. Der war dann sauer aufs Militär und wollte dann eben diesen großen Film machen, so eine Art Neuverfilmung von Red Dawn. Wo allerdings halt dann der Krieg nicht gegen die Kommunisten ist, sondern der Krieg zwischen den Patrioten stattfindet und der Regierung stattfindet. Und sowas sieht die US-Regierung natürlich äußerst ungerne. Vielleicht gab es dann irgendwo die Entscheidung, man vergiftet eben diesen Dokumentarfilmer. Und es hieß dann eben dann auch, er hat sich immer mehr zurückgezogen. Er wurde immer seltsamer und seltsamer. Man hat dann noch Audio- und Videoaufnahmen, wo er immer verrückter und verrückter wirkt. Und irgendwann fand man dann ihn und seine Frau und seine Tochter tot. Deutet alles darauf hin, auf einen Mord und einen Selbstmord. Aber wie gesagt, man kann darauf eben informiert spekulieren, gab es eine Vergiftung? Hat man diesen Dokumentarfilmer vergiftet? Schleichend mit den entsprechenden Medikamenten, die seit langem erforscht wurden. Und mit einer solchen Methodik kann man jemanden dazu bringen, durchzudrehen, Leute abzumurksen. Also vielleicht haben wir hier eine ähnliche Operation am Laufen gehabt gegen diesen Cruz. Es ist bekannt, dass er bei diesem Jungoffiziersprogramm war, dieses, Moment, ich hab's hier. Wo habe ich hier den Link? Das Ganze heißt ROTC, Reserve Officer Training Corps. Das heißt, die rekrutieren natürlich dann an Universitäten, teilweise auch an Highschools und suchen halt dann junge, geeignete Leute fürs Militär, auch für Offiziersausbildungen und so. Und das war ja Cruises großer Traum. Er wird ein Offizier, ein Tough Guy. Und wenn er da schon ein bisschen drin war in dem Projekt, dann wird er ja auch getestet. Das heißt,
die Führungsleute da, die schauen sich den Kandidaten an, schauen seine, machen so eine Schnellanalyse von seiner Psyche, geben ihm Fragebögen und so weiter, checken auch seine Akten und was halt über ihn gesagt wird. Und wenn die dann feststellen, der ist labil, der ist ein bisschen irre, narzisstisch und psychopathisch, dann hat das Militär natürlich an ihm erstmal kein Interesse. Das Militär kann nur Psychopathen brauchen, die funktionieren, also funktionelle oder funktionale Psychopathen, die also kontrollierbar sind, die sich unter Kontrolle haben. Und Cruise passte da einfach nicht rein. Aber Cruise wurde seine Akte dann weitergeleitet an die Domestic CIA oder irgendeine andere geheime Einheit von irgendwas. Noch eine illegale Operationsgruppe, und die haben sich dann gedacht, hey, wir vergiften den heimlich mit BZ oder mit anderen Sachen und mit Substanzen, die seine Glückshormone zerstören oder die Bildung von Glückshormonen verhindern. Und wenn man sowas macht mit einem Narzissten, dann sieht der Narzisst halt irgendwann keinen Ausweg mehr als einen erweiterten Suizid. Ja, also aggressive Machtdemonstrationen. Sehr, sehr leicht durchzuführen, sowas. Ich meine, sowas kann man ja auch dann wirklich verwenden für, wenn das dementsprechend erforscht wird, und das wurde es ja in den letzten Jahrzehnten in Amerika, sowas kann man dann anwenden auf die, ja, auf die breitere Gesellschaft. Also man kann dann theoretisch den Heimatschutz, also die heimische Gestapo dann aufbauen in Amerika oder auch anderswo im Westen. Und kann dann solches Psychoscreening benutzen. Also man nimmt Leute, die ja narzisstisch sind, für einfache Aufgaben, funktionelle Psychopathen für höhere Aufgaben. Und man kann dann eben auch diejenigen, die nicht so ganz hardcore sind, kann man dann mit entsprechenden Medikamenten auch ein bisschen anheizen. Man kann Polizisten damit vielleicht auch kompromittieren. Also man gibt denen halt heimlich solche Medikamente wie BZ oder ähnliches. Schickt sie dann auf irgendeine Mission, wo sie aggressiv sein müssen und Leute fertig machen müssen. Und dann hat man sie mehr oder minder in der Hand, weil sie was Illegales gemacht haben oder weil sie sich in diese neue Rolle reinfinden als hochaggressiver Polizist oder weil sie vielleicht einfach sich schuldig fühlen. Und dann gar nicht mehr so die innere Größe und die moralische Basis besitzen, um gegen die Bösartigkeit, diese institutionelle Bösartigkeit in dem System hier vorzugehen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man rumforschen kann, wie man solche Ergebnisse benutzen kann, anwenden kann auf die breitere Gesellschaft. Also eine Regierung wie die Trump-Regierung oder halt generell die größere Regierung, die braucht einen Atem, die braucht einen Amoklauf, ist sofort machbar. Braucht Terroranschläge, ist sofort machbar. Braucht eine Destabilisierung der Gesellschaft, ist sofort machbar. Die Regierung braucht eine hochaggressive Polizei, machbar. Einen ganzen Werkzeugkasten hat man da zur Verfügung mit den entsprechenden Medikamenten. Man kann auch dann bei ganz bösen Operationen hinterher dafür sorgen, dass die entsprechenden Personen dann alles wieder vergessen, dass sie dann gar nicht mehr wissen, dass sie dann Massaker angerichtet hatten oder dass sie irgendeinen Verdächtigen da gefoltert haben und so weiter und so fort. Also denken Sie immer dran, es geht hier um viel, viel mehr als nur diesen einzelnen Fall. Weiterer Hintergrund. Also die Familie von diesem Kerl wohnten halt in einer besseren Gegend, dann mussten die das Haus verkaufen, der Vater war gestorben, konnten sich das große Haus nicht mehr leisten. Und so weiter. Und Mr. Cruise arbeitet dann in diesem Dollar-Laden, in diesem Dollar Tree Store. 1,5 Meilen entfernt von der Schule. Also er hat dann die Aussicht, immer arm zu sein und immer ignoriert zu werden und nie akzeptiert zu werden. Also. Dann Daily Beast, linke Medien. Die zitieren dann Leute, die kannten Cruise so ein bisschen. Und es heißt ja halt eben dann, Cruise hatte immer kurze Haare,
Und Cruz trug diese patriotischen oder Neurechten oder Alt-Right-Hemden, also gegen den Islam, so ein Trump-MAGA-Hut, Make America Great Again-Hut und so weiter. Also man hat gesehen, wie er einen Trump-Hut trägt. Das ist natürlich jetzt ein politisches Problem für die Verschwörungsmedien und die Alt-Right-Medien, die versuchen das jetzt so darzustellen, als sei Cruz ein Linker gewesen, weil er denselben Namen hat wie irgend so ein demokratischer Wähler. Das ist eine reine im Register. Das ist eine reine Verwechslung. Dann hieß es irgendwie, Cruz hätte irgendwie Sympathien gehabt für den Islam. Das stimmt anscheinend überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Da hat jemand ein Foto irgendwo im Internet gefunden. Da so ein Kerl, so ein Kommunist, der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein bisschen ähnlich aus wie Cruz. Und dann heißt es, das sind die gleichen Personen. Er sei ein Kommunist. Das sei jetzt bewiesen. Also da ist gerade so viel Müll unterwegs wieder mal im Internet. Und den Leuten ist es auch inzwischen anscheinend vollkommen wurscht, sowohl die Medien machen, als die Medien kommunizieren. Denen ist alles wurscht. Hauptsache, sie finden hier irgendeine Fantasie, die ihnen gerade in den Kram passt. Und das ist eben gefährlich. Das ist ganz, ganz brandgefährlich. Tja. Und gab es hier irgendwelche legalen oder rechtlichen Werkzeuge gegen ihn? Also er war anscheinend kein Felon, er hatte keinerlei Verurteilung wegen schweren Verbrechen. Er war ein freier Amerikaner. Was sollst du da großartig machen? Ja, Eignung für Schusswaffen, das ist auch so eine legale Grauzone. Also wenn er unter Behandlung war, wenn da irgendwas Heftigeres diagnostiziert wurde, dann gibt es in diversen Bundesstaaten in den USA die Möglichkeit, jemandem Schusswaffenbesitz zu verbieten, wird auch sehr gerne eingesetzt gegen heimkehrende Veteranen. Also man hat da anscheinend immer noch keine Werkzeuge benutzt, die verfügbar sind. Also man hätte diagnostizieren können mit modernen Hirnscans und modernen anderen Tests und Gentests und Psychotests, hätte feststellen können, er ist ein Narzisst, ein maligner Narzisst oder er ist ein Psychopath. Dann hätte man sagen können, okay, wir machen das jetzt halt eben zum Ausschlusskriterium für Waffenbesitz. Und es gibt halt gesonderte Beobachtungen für solche Leute. Ja, da muss man eben halt Screening-Werkzeuge schaffen. Aber wenn man diese Screening-Werkzeuge hat, muss man sie auch anwenden auf Beamte. Jeder, der in irgendeiner Form staatliche Macht möchte. Vom kleinsten Polizisten bis hin zum Richter, Militäroffizier, Politiker. Diese Werkzeuge müssen verwendet werden auf alles, was wichtig ist. Und das ist halt eben nicht nur eine Sache von oben nach unten. Der Staat prüft uns durch und der Staat von der Obrigkeit herunter macht dann irgendwie diese Prüfungen, sondern das läuft dann muss eigentlich laufen auf der horizontalen Ebene. Und das kann auch viel mit Freiwilligkeit laufen. Also, wenn Leute halt eben dann mehrfach in dem Leben sich haben testen lassen und dann eben ein Zertifikat haben von mehreren Stellen, dann kann man sagen, okay, die Möglichkeit, dass der da schummeln konnte, die Möglichkeit tendiert gegen null. Muss das Netz eben so eng knüpfen, dass die Betrüger keine Chance haben. Und dann, man muss diese Werkzeuge nutzen, die sich bieten. Es gibt da noch keine fix und fertige Luftschlosslösung, aber wir haben die Teile, wir müssen sie zusammensetzen, wir müssen da was basteln draus. Und wir können halt eben solche Fälle auch hernehmen, um halt eben dann diese Werkzeuge zu schaffen für die ganze Gesellschaft. Ja, weil heute ist es halt. Dieser Cruz, ja, der in der Schule Amok läuft und 17 Leute erschießt. Morgen ist es vielleicht ein Trupp Gestapo-Polizisten in Amerika oder sonst irgendwo, die ein Massaker anrichten bei irgendwelchen Staatskritikern oder Dissidenten. Ja? Wo dann diese Gestapo-Polizisten dann auf Agro-Drogen sind und dann hinterher alles vergessen, weil ihnen die nächste Droge gegeben wurde und sie können sich an nichts erinnern. Es gibt kein Beweismaterial und gar nichts. Tja. Und es ist halt immer das Problem, wenn aus einer politischen Richtung, wenn die dann merken, um Gottes Willen, der Täter war einer von uns, oberflächlich betrachtet. Also er hatte die gleichen Überzeugungen wie wir, er hatte in mancherlei Hinsicht das gleiche Profil wie wir. Und damit haben sie dann immer riesige Probleme. Und die verschiedenen Gruppierungen schnallen das immer nicht und verdrängen das, dass sie in ihren eigenen Reihen Verrückte sind. Egal in welcher Gruppe man ist, egal in welcher Szene man ist, wo man sich zugehörig fühlt, statistisch ist es garantiert, dass in deiner Gruppe richtige Irre sind und meistens schaffen es diese Irren halt eben dann die Gruppe zu definieren.
Ob jetzt durch solche Taten oder durch oder eben halt dann durch das Gelangen in Führungspositionen. Also das ist ein Problem, das hat man überall. Und und das ist der Kern der ganzen Angelegenheit. Dann gab es politische Gründe, vielleicht bastelt er sich jetzt was zusammen, von wegen er macht das jetzt für Trump oder für den Bürgerkrieg oder irgend so eine grandiose Fantasie, die er sich dann in seinem Narzissmus zusammenbastelt. Vielleicht kommt da sowas, vielleicht versucht er es mit einer Verrücktheitsverteidigung, er sei verrückt gewesen, schizophren gewesen oder sonst irgendwas. Vielleicht war das Opfer von Vergiftungen, vielleicht hat ihn irgendjemand vergiftet und er hat das deswegen gemacht. Also dann bereits erwähnt, klar, jetzt heißt es dann, er sei ein Democrat-Wähler gewesen, aber das ist eine Namensverwechslung. Es gibt einen anderen Nicholas Cruz in Florida mit einem anderen Geburtsdatum. Außerdem schreibt er sich mit einem K, nicht mit einem C. Dann gibt es einen Fake-Antifa-Account irgendwo auf Social Media. Das soll dann so aussehen, als sondern so aussehen, als sei Cruz Mitglied der Antifa gewesen. Also diese absolute Hirnseuche, die dann von den sogenannten konservativen Medien oder Verschwörungsmedien immer wieder gebracht wird, die fälschen sich, wenn sie wollen, einfach alles zusammen, um zu behaupten, er sei Antifa oder ein Islamist. Und klar, es gibt verrückte Linke, Antifa, es gibt verrückte Islamisten, klar. Und da gibt es auch eben fiese Operationen und Möglichkeiten, solche Leute anzuheizen. Aber man muss es eben benennen, weil ansonsten haben die Konservativen dann zum Beispiel keine Chance mehr, sich dagegen irgendwie zu verteidigen. Ja, weil wenn sie jedes Mal irgend so einen Stuss reden und sie nur bei ihrem eigenen Stammpublikum mit diesem Stuss ankommen, dann sind sie irgendwann isoliert, weil sie sind in der Minderheit. Die Linken, die politische Mitte, die Moslems, andere Minderheiten, das ist ein riesiger Block und die Konservativen sind die dagegen immer, also immer kleiner, werden immer kleiner und immer kleiner. Also dann habe ich hier noch einen Text von der Universität Oregon. Da ging es um diese Aggressivdroge BZ. Also man testete das aus, um die eigenen Soldaten aggressiver zu machen und das ging nach hinten los. Die eigenen Soldaten griffen sich gegenseitig an. Also man muss schon graben in der Fachliteratur. Meistens ist halt bei dem Thema MK Ultra und solchen Forschungen ist dann immer nur die Rede von LSD-Experimenten und solchen Sachen, wo nichts bei rauskam. Und da ging es um viel, viel mehr. Gab es hier dann einen Staff Report für das Committee on Veterans Affairs im US-Senat von 1994. Da kamen dann Sachen raus. Also 50 Jahre lang, 50 Jahre lang hatte man dann Substanzen, gefährliche Sachen ausprobiert an amerikanischen Soldaten. Das General Accounting Office hat dann einen Bericht angefertigt. Es wurden Hunderttausende an Hunderttausenden Menschen geforscht, beziehungsweise man hat Daten von Hunderttausenden Menschen ausgewertet. Also und da ging es halt eben häufig um diese gefährlichen psychoaktiven Substanzen. Manche Experimente, wahrscheinlich die meisten Tests, wurden heimlich durchgeführt. Die Leute wussten also nicht, dass ihnen was gegeben wurde. Da ging es halt auch um Nervengas, aber auch um Gegenmittel, Psychochemikalien, Sachen, die Leute verrückt machen, Sachen, die Leute halt einfach außer Gefecht setzen und so weiter. Vieles von diesen Forschungen ist heute immer noch geheim. Die CIA weigert sich bis heute die Namen herauszugeben von 15 aus insgesamt 80 Organisationen, die halt solche Experimente gemacht haben unter dem Banner MK Ultra. Das ist schon ziemlich heftig. Also Sie können sich hier das mal durchlesen. The Story of the Drug BZ von Mark Onno, hier gehostet bei der University of Oregon. Gibt es natürlich an viel auch andere Fachliteratur dazu und so weiter. Das ist schon ziemlich heftig, ne? Und ich habe mir dann gedacht, naja, was machen die Verschwörungsmedien? Was werden die Verschwörungsmedien jetzt bringen? Bevor ich daran geguckt habe, habe ich mir gesagt, die Verschwörungsmedien werden behaupten, das sei eine muslimische Attacke gewesen.
Es sei eine Inszenierung gewesen, das sei gar nicht der gewesen, er sei ein Linker gewesen. Und dann gucke ich auf Infowars.com und siehe da, dort hieß es dann auf Infowars, er sei muslimisch beeinflusst worden. Wahrscheinlich ein Linker, ein Democrat. Oder es ist eine False Flag, um Trump schlecht aussehen zu lassen. Also die spulen wirklich nur das billigste Programm runter, jedes Mal. Das ist keine Research, das ist keine Analyse, das ist gar nichts mehr. Und fast alle da draußen machen das Gleiche. Und viele ignorieren jetzt das Thema auch. Sie sagen halt, das ist nicht groß genug, um es zu behandeln und so weiter und so fort. Aber solche Verrückten sind überall, meine Damen und Herren. Solche Verrückten gibt es in dem Alt-Right-Movement, solche Verrückten gibt es in den anderen Patriotenkreisen, unter den Veteranen, den heimkehrenden Kriegsveteranen in Amerika. Also gerade da, wo es wichtig ist, da laufen viele solche Leute rum wie dieser Cruz. Und da braucht es wirklich nur irgendwelche Geheimoperationen, die diese Individuen, die besonders psychisch auffällig sind, die zu finden, denen Substanzen unterzujubeln und dann geht's richtig zur Sache. Ja? Dann gibt's ein richtiges Problem. Und so spaltest du halt eben dann auch die Konservativen, so spaltest du dann mit solchen Taten halt eben dann, spaltest du Leute ab, die eher sich für Verschwörungen interessieren. Und wie gesagt, Verschwörungen sind real, meine Damen und Herren, aber sie sind häufig viel, viel anders, als die typischen Verschwörungstheoretiker es sagen. Und die Qualität der Verschwörungsmedien ist generell hundsmiserabel, leider. Und das seit 200 Jahren. Da muss viel, viel mehr passieren. Ja? Und also werden eben ganz wichtige Segmente der Bevölkerung gespalten mit solchen Dingen und da kann eben geschummelt werden oder es passiert einfach indirekt, ja, weil man weiß einfach, es gibt sowieso eine gewisse Quote an Psychopathen und Narzissten und die haben dann halt eben auffällige Probleme, vor allem in der Jugend und dann kriegen sie die entsprechenden Tabletten und in der Kombination ist nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Und du weißt halt dann, bei der und der Quote an Narzissten und Psychopathen, bei der und der Quote an verschriebenen, an rezeptpflichtigen Psychomedikamenten, bei der und der Quote an Schusswaffen der Bevölkerung, es gibt dann rein rechnerisch, kannst du mit einem Algorithmus bestimmen, so und so viel Amok-Schießereien pro Jahr. Und du könntest das dann eben dann dementsprechend hochfahren. Also da braucht man nicht mal unbedingt eine Geheimoperation, obwohl das selbstverständlich dann auch möglich ist und durchführbar ist. Und damit spaltest du eine Gesellschaft, damit kannst du auch einen Bürgerkrieg entfachen, damit kannst du alle möglichen Sachen anstellen, deswegen müssen wir da richtig rangehen. Und so wie es halt eben Infowars und andere machen, seit jetzt einer ganzen Weile, das ist verheerend. Also da fragt man sich, warum machen die das so schlecht? Warum bringen die nur diese billigen Talking Points? Warum gehen die da nicht so richtig, richtig, richtig rein? Wenn sie dann mal sprechen über Gehirnwäsche, dann halt eben über irgendwelche abenteuerlichen Gehirnwäsche-Sessions, die da so filmreife Vorstellungen werden dann mal rumgereicht. Und selbstverständlich wird das dann immer besprochen, ohne jeden Bezug zu Donald Trump oder generell den Konservativen. Also Alex Jones redet ja im Moment, oder redet ja seine ganze Weile über seine ganz tollen Quellen aus den Special Forces und der CIA und seine Freunde bei Fox News und seine Freunde in der Trump Administration und Trump ruft ihn, hat ihn dreimal angerufen und so. Aber ich meine, aus diesen Kreisen, diese Kreise bestimmen ja meistens immer diese MK-Ultra-Forschungen und haben ja meistens dann immer den Finger auf solche Operationen. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Wie gesagt, und da müsste man eben dann diese Sachen aufzeigen und das in die Breite des Publikums reintragen. Und nur dann kannst du wirklich dann hier was reißen. Tja, dann... dann hier Media Matters, zitiert hier Infowars. Alex Jones meinte dann so, ja, er sagt jetzt noch nicht, dass es eine False Flag war, sein Anschlag unter falscher Flagge war. Aber es sieht quasi so aus und die Democrats hätten es ja schon mal gemacht. Und die Democrats haben ja über solche Massaker geredet und... Und quasi Democrats hätten Drohungen gemacht, wenn wir jetzt nicht irgendeinen unseren politischen Willen bekommen mit diesem und jenem Memo, das veröffentlicht werden soll, dann passiert irgendwas, das hätten die Democrats hier angedroht. Und... Aber Alex Jones meint, er sagt jetzt noch nicht offen, das sei eine False Flag gewesen.
Also er sagt eigentlich, es sei eine False Flag, und er sagt dem Publikum indirekt, oder es klingt fürs Publikum so, das war eine False Flag, das war eine False Flag, es war eine Democrats, es war eine Democrats. Aber Alex will halt jetzt nicht diese Angriffsfläche bieten, wie er es halt dummerweise die letzten 10 Mal gemacht hat. Dass er dann sofort meint, es war eine False Flag, und er wird dann eben dann kritisiert und kritisiert und verliert Sponsoren und verliert Werbedeals und verliert dann eben Millionen an Dollars im Jahr. Juch. Und hier noch eine Media Matter Story. Alex Jones lobhudelt die prominenten Moderatoren auf Fox News. Also ihr seid ekliger. Ekliger wird es dann eben nicht mehr. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit immer wieder was gemacht zum Thema MK-Ultra und Psychomedikamente und Substanzen und solche Geschichten. Und da muss auch wirklich mehr gemacht werden. Also da muss wirklich mehr gemacht werden. Da ist viel zu wenig passiert. Man hat es bisher auf die falsche Art und Weise gemacht. Also hier haben wir nämlich ein Riesenpotenzial. Und wir haben es auch gesehen bei den letzten Terroranschlägen in Deutschland, bei der letzten, gerade den muslimischen Terroristen hier in Europa. Immer auf Medikamenten, immer komische Beziehungen und immer Hinweise auf Narzissmus. Und wenn dann die Vergiftungen oder halt eben die Medikamente dazu kommen, dann wird es eben richtig heftig.